الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ich will mit der Erlaubnis Allahs in den anstehenden Minuten mit euch eine gewaltige Dua lernen und studieren. Eine Dua, die vermutlich vielen bekannt ist, aber wenigen bewusst ist, was tatsächlich in dieser Dua an gewaltigen Bedeutung steckt. Ich will nicht viele Worte verlieren und gleich ans Eingemachte gehen. Und zwar wird überliefert von Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, so wie es bei An-Nasa'i und Abu Dawud mit einer authentischen Überlieferungskette verzeichnet wird, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal an der Hand nahm und zu ihm sagte: Ya Mu'ad, wallahi inni la'uhibbuk. O Mu'ad, wahrlich, ich liebe dich. Thumma usika ya Mu'ad. Und hierauf beratschlage ich dich, O Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, und unterlasse es niemals, nach jedem Gebet zu sagen, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Und unterlasse es niemals, nach jedem Gebet zu sagen, O Allah, verhelfe mir zu deinem Gedenken, dem Dank dir gegenüber und der korrekten Anbetung dir gegenüber. Wir wollen den Hadith ein wenig näher betrachten und einige Nutzen daraus ziehen und nicht nur bloß auswendig lernen. Der Hadith wird von Mu'ad selbst überliefert und ist wie zuvor genannt bei Abu Dawud und An-Nasa'i verzeichnet und hat eine authentische Überlieferungskette. Wer ist überhaupt Mu'ad ibn Jabal, der gewaltige Sahabi? Mu'ad ibn Jabal, der im Übrigen von den Ansar war, war einer der großartigsten Gefährten und einer der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nahestehendsten. Er nahm an der Schlacht von Badr teil, als er 20 Jahre alt war, so wie es von Imam al-Dhahabi rahimahullah in Siyar A'lam al-Nubala berichtet wird. Er ist der Gelehrte dieser Umma, so wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über ihn sagte, yuhsharu, also Mu'ad ibn Jabal, yuhsharu amam al-ulama'i biratwah. Mu'ad ibn Jabal wird am Tag des Gerichts auferweckt und einen Schritt vor den Gelehrten sein. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduha fi dinillah Umar, wa asdaquha haya'an Uthman, وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ. Er, alaihi salatu wassalam, sagte, der Sanftmütigste zu dieser Umma oder mit dieser Umma ist Abu Bakr. Der in der Religion Allahs am strengsten ist Umar. Und der schamhafteste ist Uthman. Und der Wissendste in Halal und Haram ist Mu'ad. Und weiter sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, خُذُ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَ مِنْ إِبْنِ مَسْعُود وَأُبَيْ وَمُعَاذِ إِبْنِ جَبَلْ وَسَالِمْ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةٍ. Erlernt den Koran von vieren, oder nehmt ihn, erlernt ihn von vier, Ibn Mas'ud und Ubay und Mu'ad ibn Jabal und Salim, der Bedienstete von Abu Hudhayfa. Und nachdem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verstarb, predigte Umar zu den Menschen. Yani er war derjenige, der für die Khutba zuständig war. Und er sprach und sagte zu den Menschen, Man arada al-fiqha falyati Mu'ad ibn Jabal. Wer den Fiqh erlernen will, also das islamische Wissen oder die islamische Rechtswissenschaft, soll zu Mu'ad ibn Jabal gehen. Lass uns nun zurück zum Hadith gehen. Der Gesandte Allahs, so wie es im Hadith heißt, أخذ بيده, يعني er nahm Mu'ad ibn Jabal an der Hand. Und er sprach zu ihm und sagte, O Mu'ad, ich liebe dich wahrlich,
Und an einem anderen Hadith oder an einer anderen Überlieferung heißt es, ich liebe dich wahrlich für Allah. Diese besondere Methodik des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam deutet auf die Besonderheit und Gewaltigkeit von dem, was kommt. Es deutet darauf hin, dass das, was danach kommt, gewichtig ist. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam lehrt uns in diesem Hadith drei gewaltige Dinge, um die der Diener bittet in dieser Dua. Und jedes einzelne von diesen dreien ist in seiner Stellung enorm. Liebe Geschwister, diese Dinge, um die der Diener bittet, in der besagten Dua, im besagten Bittgebet, wird der Diener niemals erreichen, ohne die Hilfe Allahs. Und deshalb bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Dua, dass er uns zu diesen drei Dingen verhilft. Er, alayhi salatu wassalam, sagt Allahumma, O Allah, a'inni ala dhikrik. O Allah, verhelfe mir zu deinem Gedenken. Und wenn wir schauen, wie viele der Muslime in ständiger Abstinenz und Unachtsamkeit leben und sie alles und jedem gedenken, aber ihren Herrn vergessen, der sie doch bei Tag und bei Nacht versorgt und bewahrt. Und jeder stellt sich die Frage oder sollte sich die Frage stellen, wie viel Anteil hat dein Herr an deinen Gedanken und an deiner Zeit? Sitzt du bei deiner Arbeit und gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala in freier Minute? Wenn du Auto fährst und gerade frei von Ablenkung bist, gedenkst du deinem Herrn? Wenn du in Schwierigkeiten steckst, denkst du an die Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala? Wie weit weg wir doch von dem Gedenken an Allah sind, obwohl Allah azza wa jalla sagte, Ya ayyuha alladhina amanu, udhkuru allaha dhikran kathira. O jene, die ihr glaubt, gedenkt Allah viel, reichlich. Und Mujahid sagte, wie es al-Baghawi überliefert in seinem Tafsir zu dieser Ayah, Dhikrul Kathir, das viele Gedenken, meint, Allah tansahu abadan, dass du Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergisst. Und Baghawi überliefert weiter und sagt über diese Ayah, also die Ayah, Ya ayyuha alladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira, also, billayli wal nahar, bei Nacht und bei Tag, wa fil barri wal bahr, auf dem Wasser und auf dem Boden, wa fi sihhati wa saqami, und bei Gesundheit und bei Krankheit, wa fi sirri wal alaniya, und im Verborgenen und im Öffentlichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fadhkuru allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, und gedenkt Allahs im Stehen und im Sitzen und auf euren Seiten oder liegend. Somit gibt es für den Diener keine Ausrede, seinem Herrn nicht zu gedenken. Und wenn wir verstanden haben, dass wir als Muslime niemals unseren Herrn vergessen sollten, und wenn wir darüber nachdenken, wie nachlässig wir sind in Bezug auf das Gedenken an Allah, sollten wir verstanden haben, wie sehr wir abhängig sind davon oder davon abhängig sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns darin hilft. Somit sagen wir Allahumma a'inni ala dhikrik. Und hierauf sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam über den zweiten Teil dieser Dua, nachdem er sagt, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik. O Allah, verhelfe mir zu dem Gedenken oder zu deinem Gedenken und verhelfe mir zu dem Dank dir gegenüber. Also dem Dank gegenüber deinen Gaben und Vorzügen, die du mir gewährtest. Und die Ni'am, die Gaben Allahs, sind unzählbar und nicht erfassbar. So wie Allah azza wa jalla sagt, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gaben Allahs zählen würdet, würdet ihr sie ja gar nicht erfassen. Und ist nicht etwa jede Ni'ma, jede Gabe, die uns zuteil wird, aufgrund der Erlaubnis von Allahs und kommt sie nicht von ihm? Dass wir Muslime sind, ist die Gabe Allahs. Und dass wir gesund sind und dass wir Kinder haben und dass wir in Sicherheit leben dürfen und uns in Reichtum schwelgen, all diese Ni'am, diese Gaben, sind von Allah Azza wa Jal, so wie er subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Und was ihr an Gaben habt, so ist es von Allah. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Und nur wenige meiner Dankbar, und nur wenige meiner Diener sind dankbar. So lasst uns, liebe Geschwister, von diesen wenigen sein. Und lasst uns mit dieser Dua
Allah um Beistand und Hilfe dazu bitten. Wir bitten ihn, Azza wa Jal, darum, dass wir zu diesen wenigen gehören, die dankbar sind. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik. Hierauf sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam in dieser Dua den dritten Teil. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Der korrekten Anbetung dir gegenüber. O Allah, verhelfe mir zu deinem Gedenken und dem Dank dir gegenüber und, jetzt kommt der Punkt, der korrekten Anbetung dir gegenüber. Und achtet darauf, liebe Geschwister, für die, die Arabisch verstehen, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Er alaihi sallallahu alaihi wasallam sagte nicht, wa ibadatik. Er sagte nicht, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa ibadatik. Er sagte, wa husni ibadatik. Also der korrekten, dieses Husni deutet auf die Korrektheit der Anbetung oder auf die Schönheit der Anbetung. Und eine Sache, die wir wissen müssen, liebe Geschwister, ist, dass keine Anbetung, wie etwa das Gebet oder die Sadaqa oder das Fasten oder die Umrah oder die Hajj oder jegliche Anbetung, dass diese niemals angenommen werden, solange sie nicht korrekt ausgeführt worden ist. Jetzt fragt man sich, was ist denn die korrekte Ausführung einer Ibadah? Die Antwort darauf lautet, dass die Anbetung nur dann korrekt ist, wenn sie zwei Konditionen erfüllt. Wenn sie zwei Konditionen erfüllt. Die erste ist Ikhlasu lil Ma'bud und die zweite ist Mutaba'atu lil Rasul. Die erste ist die Aufrichtigkeit in der Anbetung deinem Herrn gegenüber, dass du diese Anbetung ihm widmest und darin keinen Teilhabe hast. Und die zweite Bedingung für die Korrektheit der Ibadah ist Mutaba'atu oder Al-Mutaba'a. Al-Mutaba'a lil-Rasul, also die Gefolgsamkeit in diesem Gottesdienst, dass du jegliche Gottesdienste nur genau so ausführst, wie es der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, uns vorgemacht hat. Wenn also eine Ibadah eine von diesen zwei Bedingungen missachtet, wisse, lieber Bruder, wisse, liebe Schwester, dass diese Anbetung nicht korrekt ist und von dir abgelehnt wird. Und nachdem ich nun erläutert habe, was diese Dua eigentlich bezweckt und auf was sie abzielt, muss ich auf einen enorm wichtigen Punkt hinweisen. Und zwar, dass nachdem wir jetzt diese Dua gelernt haben und inshallah auswendig gelernt haben, dass wir es nicht bei dem bloßen Sprechen der Dua nach dem Gebet belassen, sondern vielmehr hingehen und die Asbab und die Schritte vollziehen, um diese Dinge zu erlangen. Das heißt, wir bitten um drei Dinge in der Dua. Wir bitten um, dass viele gedenken an Allah und dass wir ihm dankbar sind und dass wir die Gottesdienste und Ibadat korrekt ausführen. Du wünschst dir also, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du Allah subhanahu wa ta'ala mehr gedenkst. Dann fange an, die gängigen Bittgebete zu lernen und daran festzuhalten. Beim Aufstehen aus dem Schlaf, oder vor dem Schlafengehen, beim Betreten, Verlassen des Hauses, der Moschee oder der Toilette, beim Essen und beim Trinken, beim Kleiden, beim Besteigen eines Reittieres bzw. Fahrzeuges und so weiter und so fort. Hierauf wünschst du dir, dass du ein dankbarer Diener bist und dass du Allah dankbarer bist. So sage ich, nutze Allahs Gaben und Ni'am, die er dir gewährt hat, nur im Halal, nur im Erlaubten. Befreie deine Körperteile vom Haram, dem Essen und dem Trinken von Haram und dem Erblicken von Haram und dem Betreten von Haram und mehre deine guten Taten, so hast du deinem Herrn wahrlich gedankt. Und hierauf wünschst du dir, dass du Allah korrekt anbetest, mit Aufrichtigkeit und entsprechend der Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So lautet die Antwort, lerne deine Religion, lerne den Tauhid, den Eingottglauben und das Recht deines Herrn dir gegenüber. Lerne die arabische Sprache, mache dich frei von Unwissenheit und blindem Befolgen. Lerne deinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine Sunna kennen, lerne seine Sira kennen und seine Gefährten. Und beiß an ihr, also an der Sunna, mit deinen Backenzähnen fest, bis du deinem Herrn begegnest, selbst wenn sich die ganze Menschheit an dir amüsiert und dich für klinikreif hält. Wenn wir diese drei essentiellen Dinge verstanden haben und danach leben und handeln, stehen uns inshallah ta'ala gute Tage bevor.
Und wir haben uns ein gutes Stück dem Paradies genähert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Lernen und Praktizieren dieser Dua befähigen. Möge er azza wa jal uns vor dem Übel unserer selbst bewahren und uns die Türen und Tore zur Tauba und Zurückkehr öffnen. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين